Der einzige Deutsche, der in diesem Jahr in der FAM Motorrad-Weltmeisterschaft fest dabei ist, ist Marcel Schröter aus Bayern. Der Vilgertshofener fährt seit 14 Jahren in verschiedenen Klassen auf verschiedene Rennställe und war jetzt dabei beim Auftakt in Katar beim ersten Rennen. In diesem Jahr startet er für das Liqui-Moly Intec GP Team. Im vergangenen Jahr, da war er in der Gesamtwertung 9. Und da Marcel Schröter so allmählich auf die 30 zugeht, wird es interessant, ob er sich weiter nach vorn verbessern kann oder ob die Karriere dann vielleicht eine ganz andere Wendung nimmt. Das Rennjahr 2021 hat für Marcel Schröter bereits begonnen. Beim ersten Grand Prix in Katar fuhr er auf den 8. Platz. Es ist die 10. Saison in der Moto2, die Marcel begonnen hat. Längst gehört er dort zu den Top 10. Und doch ist dieses Jahr ein wegweisendes für den 28-jährigen Rennfahrer. Denn der Traum ist nach wie vor der Sprung in die MotoGP, die Königsklasse im Motorradrennsport. Hinter Marcel Schröter liegt eine lange Strecke auf zwei Rädern und viele Rückschläge. Stürze, Verletzungen, Operationen und immer wieder hintere Platzierungen, weil einige Zehntelsekunden gefehlt haben. Jetzt, wo Marcel auf die 30 zugeht, wird es schwieriger, seinen Platz bei einem guten Rennteam zu behaupten. Denn die jungen Talente machen schließlich Druck. Wenn es in diesem Jahr nicht läuft, könnte es auch einen Wechsel in die Superbike-WM geben. Sozusagen die andere Serie neben der MotoGP. Doch erst einmal zählt nur das Hier und Jetzt. Das nächste Rennen der Moto2 wird am 4. April erneut auf der Rennstrecke Losail in Katars Hauptstadt Doha ausgetragen. Im Augenblick, da sitzt Marcel Schröter in seinem Hotelzimmer in Katar. Ich sage erstmal Gruß und Servus aus München, aus Bayern, in den Wüstenstaat. Servus, Marcel. Servus, liebe Grüße aus Katar. Wie geht's dir so nach dem ersten Rennen mit Platz 8? Könntest du zufrieden sein? Bist du's? Jein, natürlich nicht die Platzierung, die wir uns erwarten und natürlich auch immer hinwollen. Trotz alledem, wir hatten ein bisschen ein schwieriges Wochenende, konnten einfach nicht uns gut genug platzieren, um einfach eine bessere Startposition zu bekommen. Und dadurch wird es dann schon schwer, weil das Feld einfach generell extrem dicht zusammen ist und alle Fahrer extrem schnell sind. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, immer von hinten nach vorne zu fahren. Dann trotz alledem mit der Leistung gestern im Rennen sind wir alle zufrieden. Die ersten Runden war ich gut aggressiv unterwegs, habe Platzierungen gut machen können, habe auch fast einen Sturz gehabt, wo ich nochmal ein bisschen was verloren habe. Trotz alledem habe ich dann echt eine gute Rennpace gehabt, war schnell unterwegs und ich denke dann das Maximale rausgeholt und viel mehr war dann gestern nicht möglich. Aber ich denke für den Saisonstart, ein solider Anfang, wichtige Punkte mit in die Saison genommen und da können wir auf jeden Fall weiter drauf aufbauen. Du sagst gerade fast einen Sturz im Rennen gehabt. Vorher bei den Qualifikationsgeschichten, da gab es einen Sturz. War das mit Ursache dafür, dass es vielleicht nicht so gut lief und du von Platz 13 gestartet bist? Ja, so ein Sturz kurz vorm Rennen ist nie optimal, um einfach auch fürs Selbstvertrauen und generell fürs Vertrauen zum Motorrad dann so 2 Stunden vor dem Rennstart noch im Warm-up quasi einen Sturz zu haben, ist immer blöd, aber ich habe mich recht gut gefühlt, war gut, war mit bei den schnellsten Leuten dabei und wir mussten die Situation auch ausnutzen, weil es war gestern sehr, sehr stürmisch und um sich einfach ein bisschen an den Wind zu gewöhnen, ist ein komplett anderes Fahren, das war einfach schon mal raus. Bekommen, von wo kommt der Wind, welche Kurven sind kritisch, welche kann man den Wind nutzen. Und das gelingt mir sehr gut. Und dann in der letzten Runde ein blöder Sturz ist, wie gesagt, nicht optimal. Und dann geht man natürlich am Abend im Rennen trotzdem mit voller Attacke ins Rennen. Aber das Gefühl zum Motorrad braucht man mal ein paar Runden. Und das war gestern leider ein bisschen so. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir einen guten Job gemacht. Wie sieht's denn aus? Gibt es irgendwelche so Abschürfungen, so ein bisschen Tapete runtergerissen von der Haut oder bist glimpflich durch den Sturz gekommen? Ja, alles soweit gut. Kleine Beule auf der Hüfte, die sind aber üblich. Ansonsten geht es mir sehr, sehr gut und Gott sei Dank ist immer so ein Sturz, dass man heil davon rauskommt, gerade eben so kurz vorm Rennen oder am Saisonstart. Ist immer blöd, wenn dann nochmal im letzten Moment irgendwas passieren sollte. War es denn ein Fahrfehler von dir? Bist du irgendwie auf Sand gekommen, weil der Sturm was draufgeblasen hat? Was waren die Ursache dafür? Und vor allem, wie fühlt es denn sich an? Weil wir alle, wir kennen die Bilder dann nur, wenn es einen Fahrer so richtig raushebt
vom Sattel und denken uns alle, boah, den zerlegt es komplett. Wie ist es denn für dich als Fahrer? Es kommt immer darauf an, welche Stürze. Also es gibt wirklich üble Stürze. Dann gestern, was mir kurz vom Rennen passiert ist, war eigentlich ziemlich harmlos. Was aber fürs Vertrauen eben, wie ich angesprochen habe, nicht optimal ist. Und wenn dann beim Kurveneingang quasi auf der Bremse das Vorderrad einfach wegrutscht und man eigentlich gefühlt nichts anders macht wie die Runde zuvor, das ist dann auch oft ein bisschen ein blödes Gefühl, wenn man mal am Limit fährt oder über dem Limit und man sagt, okay, ich probiere jetzt mehr und dann stürzt, dann weiß man auch, okay, das war jetzt vielleicht der Schritt zu viel. Und wenn aber eher so, wenn man gefühlt nichts anders macht eben wie zuvor und dann stürzt, ist immer ein bisschen schwierig, damit klarzukommen. Weil ein Rennfahrer braucht immer eine Bestätigung, was war, um einfach damit abzuschließen. Wenn man nicht weiß, was war, ist es ein bisschen schwieriger. Dann eben der größere Sturz, der am Samstag passiert ist, am Freitag, Entschuldigung, das ist dann wieder was anderes, wenn man dann eben, bei uns nennt sich das Highsider, wenn man dann das Heck verliert, Hinterrad verliert, quasi wegrutscht und dann mit Grip wieder zurückspringt und man fliegt erstmal hoch in die Luft und knallt ziemlich heftig auf den Boden. Das sind dann so Stürze, wo man dann in der Luft eigentlich schon so mehr oder weniger darauf wartet, bis es wehtut. Trotz alledem, unsere Anzüge sind mittlerweile so gut mit Airbag und so weiter, dass ziemlich wenig passiert und so ging es bei mir auch aus. Ich habe eigentlich bis auf, wie gesagt, auf der Hüfte einen kleinen blauen Fleck eigentlich nichts abbekommen. Nun ist es so, du bist bei deinem Team geblieben, aber es hat sich, glaube ich, drumherum einiges getan. Ihr habt, glaube ich, Mechaniker verändert etc. Wie seid ihr jetzt aufgestellt für diese Saison? Wir sind top aufgestellt. Also das Team generell ist ein super organisiertes Team aus Memmingen mit super Leuten, die einfach wissen, um was es geht. Dann ist aber auch das Familiäre sehr, sehr wichtig in dem Team und das fühlt sich auch bei uns mittlerweile so an. Es ist nicht nur mein Arbeitgeber oder ein Team, für das ich fahre, sondern wir sind alle super Freunde geworden und kommen gut aus und sehen uns genauso gerne auch im privaten Leben mal. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und genau bei mir hat sich einfach teamintern ein bisschen was geändert, dass ich einfach die Seiten gewechselt habe. Es war einfach so ein Punkt, wo man jetzt nach einer gewissen Zeit vielleicht einfach mal gerade mit dem Crew Chief nennt sich das bei uns, das ist quasi mein Cheftechniker, der mit mir die Einstellungen am Motorrad vorgibt, beziehungsweise ich ihm ja meine Gefühle ausdrücke und er dann die Einstellungen bestimmt und macht am Motorrad oder zu den Mechanikern gibt und die bauen das dann um. Und da ist einfach oft die Verbindung ist das Wichtigste eigentlich und da einfach auch ein frischer Wind zum Spüren, auch für mich, die Arbeitsweise, eine andere Arbeitsweise und auch jeder Cheftechniker, sag ich mal, hat seine eigene Philosophie, wie er denkt, sollte das Motorrad sich ungefähr bewegen, beziehungsweise wir haben ja alles in Daten, in Nummern, am Computer, Laptop, also wie in der Formel 1 quasi, da hat jeder seine Theorie und Idee, wie so für ihn das am besten dasteht, aber natürlich immer am wichtigsten sind meine Gefühle und selbst wenn die Nummern mal nicht so richtig sind, aber wenn ich mich wohlfühle, ist es wichtiger und da einfach neue Wege zu gehen, was Neues zu spüren, das war einfach das Ziel und du bist jetzt sehr, sehr gut und wir haben sehr viel Spaß am Zusammenarbeiten und ich freue mich da schon riesig auf die nächsten Rennen und auf die ganze Saison. Nun bist du seit gut 10 Jahren unterwegs im Grand Prix und mit 28 bist du jetzt kein Neueinsteiger mehr. Talent hast du eh schon nachgewiesen, ist aber so dieses Jahr vielleicht so ein bisschen der Scheideweg. Also wenn es besser läuft als vorher und du dich besser platzieren kannst in der Gesamtwertung, geht es vielleicht weiter. Und ansonsten musst du vielleicht neue Wege beschreiten, weil es drängen ja immer junge Leute nach. Ja, es ist tatsächlich so. Also leider habe ich viele Jahre ein bisschen vergeudet. Ich will nicht sagen vergeuden, aber ich musste ziemlich früh schon aufsteigen in die Klasse, in der ich jetzt bin. Weil ich war einfach in Teams unterwegs, wo das Material wirklich ganz weit weg vom guten Niveau war. Und ich dann lieber entschlossen habe, bevor ich da wirklich gesagt mein Leben riskiere, um 20. zu werden, weil ich genau weiß, ich bin besser. Wir hatten nur technische Probleme und langsames Motorrad und dann ja Team gewechselt und dann ist mir ein Platz eben in der Moto2-Klasse damals hatte ich die Chance zu nehmen und dann bin ich viel zu früh eigentlich aufgestiegen und so vergingen dann ein bisschen die Jahre, als ich da lernen musste, auch dann unter anderem mit Teams oder mit Material, wo jetzt nicht top waren, aber ich habe immer wieder schon gute Anzeichen gezeigt und Leistungen gezeigt, aber halt nie richtig durchgezogen und dann kamen so ein paar kleine Probleme. Ich habe ein bisschen Probleme mit meinem rechten Arm,
die ich nicht richtig in den Griff bekomme. Bin aber da jetzt auf einem guten Weg. Deswegen bin ich da sehr optimistisch. Und eben viele so Kleinigkeiten, die einfach dazu führen, dass wir einfach, oder dass ich den richtigen Schritt zu den, sagen wir mal, Top 3 noch nicht geschafft habe. Wir waren auf dem Podium, wir waren Pole Position, wir haben teilweise gezeigt, dass ich mit der Schnellste bin auf der Strecke, aber eben dann durchs Rennen über die Saison hat es eben für die Top 3, Top 5 noch nicht ganz gereicht. Aber dass wir es können, wissen wir. Und ja, ich bin jetzt 28 eben, die Jahre, sagen wir mal, zwischen 23 bis 26 sind schon sehr, sehr wichtig, um einfach die Zukunft zu bestimmen. Aber deswegen heißt es nicht, dass jetzt irgendwie zu spät ist. Also wir haben einfach kaum oder eigentlich ich bin der einzigste fixe WM-Fahrer, jetzt der Stefan Bradl. Er setzt natürlich den Marquez in der GB-Klasse noch, weil er ja Testfahrer bei Honda ist. Aber Fixfahrer bin ich der einzigste Deutsche. Und das aus einem Land mit 80 Millionen ist halt schon irgendwo traurig, aber auch irgendwo für mich dann. Stefan, warum ist es denn für Deutsche so schwierig? Es hat doch Jahrzehnte gegeben mit Toni Mang, Wimmer etc., da kann man Namen aufzählen. Da waren Minimum eine Handvoll Deutsche im Grand Prix dabei. Und in den vergangenen Jahren, du sagst es selber, da hat es mal für den einen, der war Ersatzfahrer, Testfahrer gereicht. Du bist der einzige momentan wirkliche Fixfahrer. Warum ist es für Deutsche so schwer? Es ist schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, was in der Zeit anders war. Es waren ganz andere Zeiten von allem drum und dran, von Teams durch die finanzielle Unterstützung der Teams. Ich meine, damals waren nur Zigarettenwerbungen und alles. Da war halt richtig, richtig viel Geld im Sport. Das war auf jeden Fall, da hat man schon mal eine andere Basis gehabt. Jetzt ist halt eine Zeit gekommen, wo auch viele Fahrer dabei sind, die Geld haben und Geld mitbringen, weil die Teams selber sich nicht mehr sonst finanzieren können. Und dann hat man nämlich, man muss einfach nur mal, wenn man sich ein bisschen in dem Bereich bewegt, einfach mal nach Italien oder Spanien gehen, wo es jede 15, 20 Kilometer irgendeine Outdoor-Go-Kart-Bahn gibt, wo nicht nur Go-Karts fahren, sondern auch Mini-Motorräder und die Kids ihre Kreise drehen und alles Mögliche. Und das sieht man bei uns einfach nicht. Und wenn man sowas mal versucht, dann kriegt man nur Ärger mit irgendjemandem. Oder wenn man mal sonntags auf einen Parkplatz fahren will, dann kommt Polizei. Und also es ist einfach schwierig bei uns überhaupt in den Sport einzusteigen. Und wir hätten schon auch Talente in Deutschland. Es waren eben immer wieder mal welche, auch bis in die WM gekommen sind. Aber einfach dann fehlt halt auch der gewisse Background eben, dass durch das viele Fahren, Training, früh anfangen, regelmäßig fahren, dieses Kämpferische, wo einfach dann viele von uns auch auf der Strecke geblieben sind und ganz wenige sich einfach durchsetzen können. Und das ist einfach in Spanien dann auch bloß denen ihre Mentalität. Die haben natürlich diese Leck mich am Arsch Einstellung von Haus aus ein bisschen mehr wie wir. Das ist einfach so. Und das ist was, an dem ich einfach auch viel arbeite, dass ich einfach mir weniger Gedanken mache und mehr fahre. Oder einfach schaue, was auf mich zukommt, so blöd gesagt. Also es gibt viele so kleine Punkte, aber ich denke einfach mal, die Möglichkeit bei uns, das einfach zu anzufangen, ist einfach extrem schwierig. Wenn ich schaue, ich muss 1,5 Stunden nach Ampfing fahren, um da auf die Kartbahn zu gehen, die wo aber jetzt gefühlt 10 Jahre für Zweiräder geschlossen war oder länger. Also wir durften, glaube ich, erst seit letztem Jahr wieder ein bisschen dort fahren. Dann brauche ich mir keine Gedanken machen, wieso es bei uns nicht funktioniert. Das nächste Rennen wird, weil sich bei euch ja auch ein bisschen was verändert hat, wieder in Katar ausgetragen. Auf demselben Kurs, auf dem du jetzt zum Einstieg Achter geworden bist. Was rechnest du dir aus? Also, so, der Speed war ja da im Rennen. Es war ja die Qualifikation, die dich ja mehr oder weniger noch einen besseren Platz gekostet hat. Was denkst du fürs zweite Rennen? Was ist möglich? Ich denke, dass wir wirklich gute Chancen haben, Richtung Top 5 auf jeden Fall Wörtchen mitzumreden. Und ich denke, das sollte auch unser Ansporn sein. Ist das sowieso immer. Und wir haben einfach gesehen, jetzt beim Rennwochenende und auch den Test, den wir hier hatten vor letzter Woche, dass wir eine sehr gute Pace haben, was wir jetzt auch im Rennen gesehen haben. Aber wir schaffen es nicht, wenn es darauf ankommt, mal diese eine Runde rauszupressen. Da war es dann egal, ob neu oder gebrauchte Reifen. Ich war immer ziemlich ähnlich schnell, was eben gut ist fürs Rennen. Und das war auch für lange Zeit unser Fokus. Aber dann eben, wo wir dann probieren wollten, mal diese schnellen Runden rauszuhauen, dann war es einfach schwierig. Und das hat sich jetzt auch übers Rennwochenende so gezogen. Und das Katar-Rennwochenende ist ein bisschen schwierig auch, weil die Bedingungen so unterschiedlich sind von Nachmittagtraining zu abends, was abends aber wichtig ist, weil dort ja Qualifying und Rennen ist. Deswegen kann man nicht so viel probieren am Motorrad. Und deswegen haben wir versucht, mit dem, was wir haben, das Beste rauszuholen.
Platz 13 für den Start war nicht optimal und das haben wir gesehen, dass es einfach schwierig ist. Aber ich denke, wir müssen da weitermachen, haben schon ein paar Ideen, wie wir uns ein bisschen verbessern können. Und wenn wir uns da einfach im Bereich eben maximal 8, 9. im Qualifying aufhalten können für Startpositionen, dann denke ich, können wir auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden für eine gute Platzierung im Rennen. Weil du gerade die Spanier angesprochen hast mit der, ja, vielleicht ein bisschen südländischen Leck mich am Arsch Einstellung, wie du es gesagt hast. Marcel, mach's bayerisch. Scheiß dir nix, dann fehlt dir nix. Ich sag danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir schon im nächsten Rennen natürlich viel, viel Glück und auch für die weitere Saison. Und wir bleiben dran und werden mal beobachten, wie es für dich läuft. Danke dir und Gruß nach Katar. Danke, vielen Dank. Bis bald.